Hast du gesehen, wie gut ich bin? Oh, ey, du warst richtig gut. Und moin, ich habe nochmal die Aufnahme gestartet. Ja, hier liegen ein paar Tote in unserer Wohnung. mir geht die Pumpe immer noch. Ich dreh gleich durch. Ach, du heilige Scheiße. Die haben zwei Schlafsäcke, die wollen sich hier hinbauen. Viermal Zahnrad. Ach du Scheiße, ich bin fix und fertig. Ja, wir hatten Feindkontakt. Ich erzähl's gleich. Ich muss erstmal die looten hier. Na, die sind gespawnt. Die haben schon zwei Schlafsäcke. Ja, dicker Bär hat mir den Arsch gerettet. Oder uns den Arsch gerettet. In unsere Basis. Ja. Die haben sogar eine Karte. Okay. Hast du den anderen schon gelootet? Na, ich bin gerade dabei, aber da hat jetzt nicht so mehr was. Oh, ja, wie gesagt. Ich komme erstmal dazu, ich habe einen Fehler gemacht. Den Fehler, den man nicht machen soll über Rust. Ich hatte die zwei Chaoten hier, ne? Erzähle ich jetzt erstmal die Story, ne? Die zwei Chaoten hatte ich am Popo. Und da bin ich nach Hause gelaufen. Hab die Tür aufgemacht. In der Zeit hat einer geschossen. Ich habe den Pfeil in den Kopf gekriegt. Natürlich Headshot und ich war tot. Ja, und ich lag draußen vor der Tür. Die Tür war auf. Ja, den Rest kann man sich eigentlich denken, ne? Zum Glück warst du ja, der dicke Bär, war natürlich noch unterwegs. Das ist natürlich der Vorteil, wenn man nicht alleine spielt. War noch unterwegs. In der Zeit waren die beiden ja natürlich hier drin, haben die Schlafsäcke kaputt gemacht. Zumindest einen haben sie doch kaputt gemacht. Dicker Bär kam denn und konnte die zwei dann sozusagen, ja, töten, würde ich mal sagen. Ja, alle beide, ne? Hast du erwischt. Ja, zum Glück. Und soll ich was sagen? Ich habe zum Schluss nur noch einen Fall übrig gehabt, ne? Das war echt gut gewesen, oder? Alter, mit dir haben die nicht gerechnet. Und die beiden sind hier, das ist neu sozusagen hier und haben sich ein Plätzchen gesucht zum Bauen und. Was meinst du, wie die beiden sich jetzt ärgern, du? Nein, das glaube ich nicht. Oder die wissen, wo wir wohnen und kommen wieder. Das Alter, mir geht meine Pumpe, Alter, mein Herz, Alter. Ja, wir müssen jetzt aber erstmal die Basis auf jeden Fall mehr ausbauen, natürlich, ne? Jetzt. Ja, wir müssen mehr ausbauen. Das Blöde ist, ich war natürlich jetzt auf der Flucht und deswegen konnte ich ja auch nicht mein Aufnahmeprogramm starten, weil wenn du da läufst, dann kannst du auch keine andere Taste drücken, also. Da muss ich sozusagen gar nichts tun und in die Taste drücken und wäre sowieso blöd gewesen. Ja, bleib mal stehen, kann ich nicht sagen. Hier, Leute, bleib mal stehen, ich muss mal gerade die Aufnahme starten. Ja. Ne, wie man sehen kann, sind hier die toten Leute. Also, wir sind knapp am Raid vorbei gehuscht. Also, dass wir wieder geradet wurden. Das war echt Glück. Und der eine hat dann natürlich vier Zahnräder dabei. Wir haben noch ein Zahnrad, heißt somit, ich kann noch eine zweite Stalltür machen, eine Amore-Tür. Wir haben jetzt insgesamt 7 Zahnräder. Achso, hat der andere noch was dabei gehabt? Naja, also der andere hat, du 6 Stück habe ich da rausgeholt jetzt. Der hat noch hier eine Rüstung, kannst du anlegen hier. Ich sehe das, er trägt ja noch eine. Oh, ich muss erstmal runterkommen. Das Schlimmste ist, wenn du natürlich wegläufst, du bist ja auf der Flucht, dir laufen zwei Leute hinterher. Das Problem war, wir waren eben wieder getrennt. Das ist das Problem. Man darf sie echt nicht trennen, wenn man schon zu zweit losläuft. Dann sollte man auch zu zweit bleiben und sie nicht aufteilen und sie nicht trennen. Weil wenn einer stirbt, ist natürlich scheiße. Und wir waren eben getrennt. Und die kamen denn und die wussten nicht, wo du warst. Weißt du, die kamen ja vom Strand, vom Wasser kamen die hoch. Mhm, okay. Und dann bin ich einfach nur, ja, zwei Leute, ich alleine. Ja, Hackengas, abhauen, weil ich ja doch Inventar voll, wollte nicht sterben, ne? Wollte den Loot nach Hause bringen. Ich habe jetzt nochmal 10-mal Stahl einstecken. Das ist schon krass, ne? Natürlich. Ne? Aber jetzt müssen wir erstmal. Ja, das ist echt, da bist du fertig. Also die Pumpe steigt, das Herz pumpt, Adrenalinspiegel ist sonst wo und. Alter, wie hieß der denn noch hier? Tick. Tick und Blackfire, alles klar. Ja, erstmal sortieren hier. Weiß ich nicht, ob wir gleich nochmal die zweite Tür vorne hinbauen wollen. Doch, hatten die Steine dabei? Hast du Stein? Wie viel? Ich habe jetzt 2500 Steine und ein bisschen Holz haben wir. Alter, ich zitter immer noch. Ja. Wir sind aus der Übung, hä? Oh, bin ich am Zittern hier. Das Wasser ist übrigens, glaube ich, auch neu, ja? Da sind sie wieder. Da sind sie wieder. Man hört die laufen, ne? Oder ist unser neuer Nachbar? Der deutsche Nachbar, vielleicht. Wer weiß. Jetzt können wir natürlich nicht raus. Jetzt werden wir belagert. Hallo. Auch er wieder hier. Kollege Deutsch, hallo. Ja, ey, was soll das gerade?
Ach, warst du da auf der Flucht? Keine Ahnung, auf jeden Fall, pass auf, hier waren auch noch zwei Kollegen, die wollten uns auch irgendwie erschießen. Wir sind knapp am Raid vorbeigekommen hier, haben es noch überlebt. Achtung, draußen ist ein Bär. Achtung, draußen ist ein Bär. Und du warst auch nicht gerade freundlich mit deinen Paul, ne? Ich glaube, der stirbt gleich, oder? Nee. Nicht sterben, ne? Sonst looten wir. Alter, hier ist aber los. Ja, hier hört's ja, der deutsche Kollege. Rasskollege, in dem Sinne, Anführungszeichen. Ja, okay, wir haben eben einen gejagt und es kann sein, dass es eben der Deutsche war, der beim letzten Mal freundlich sein wollte. Und dann hat er gesagt, ich soll's Maul halten und ja, pff, was soll ich denn noch zu sagen, ey? Ich hatte es ja nicht so gemeint. Die Frage ist nur, war das einer von ihm hier, oder? Oh, die eine Leiche ist weg, aber ich glaube, die war leer, ne? Hm. Ist das dein Schlafsack da hinten oder meiner? Meiner. Einen haben sie ja weggekloppt. Wir kräften uns einfach mal einen neuen. Also nee, das ist meiner ist kaputt. Oh, man kann auch nicht bauen hier, wenn die alle da rumlaufen, ey. Der ist immer noch da, oder bist du gerade gelaufen? Ich stehe jetzt. So, und das ist deiner, ne? Mhm. Oh, langsam geht's da, langsam geht's. Der war eben nur da, hat gesagt, was soll der das? Und ist wieder abgehauen, ne? Zweiten Schlafsack brauchen wir nicht, wegschmeißen. Wir können auch eine zweite Stahltür machen, ja. Oh, ich zitter immer noch ein bisschen. Hm. Warte mal jetzt. Haben wir jetzt, gib mal in den einen Schlafsack, du hast den anderen jetzt gesetzt gehabt. Schreib da mal einen Namen rein jetzt. Na, ich mach nur Home. Das ist schon wieder da. Was los? Nachbar. Brauchst du Hilfe oder Nachbar. Was los? Nee, habt ihr den gekillt? Wem jetzt? Den Bär. Nein, der ist irgendwie Richtung Wasser gelaufen. Nein, der ist irgendwie Richtung Wasser gelaufen, ist der. Der hat mich gerade gekillt. Seid ihr mir gerade hinterhergelaufen? Nö, eben gerade nicht. Aber vorhin, also vorhin sind wir zu spät hinterhergerannt. Du musst nichts mal sagen, weil du musst nichts mal sagen, weil du kannst eben. Also wenn du kannst eben. Weil wir wussten nicht, wer du bist. Weil du wusstest nicht, wer du bist. Ist ja nicht von weitem. Sieht man es ja nicht. Ja genau. Bist du da hinten? Ist da hinten deine Base? Ja, da hinten deine Base, ja. Ja, wir sind zu zweit auf der Insel hier. Alle klar. Was? Dann wissen wir Bescheid. Hattest du einen roten Pulli an oder T-Shirt oder irgendwas Rotes? Ja, ja. Ja, dann warst du das. Ja, man kann ja nicht wissen, ich weiß das selber. Hier laufen so viele rum und wer zuerst schießt, ne? Also, kennst du ja. Ich hab überhaupt gar nicht geschossen. Stimmt. Ich glaube ja. Egal, wir sind ja auch ein bisschen. Wir können ja nicht so jeden freundlich sein hier. Das geht nicht. Vorhin sagte er, glaube ich, noch, er war alleine. Jetzt hat er irgendwas gesagt zu zweit, ne? Auf einer Insel. Wir sind zu zweit auf der Insel. Ja, ich höre dich doppelt. Naja, weil ich die Aufnahme laufen habe, deswegen glaube ich. Egal. Tim, wie lange zockt ihr eigentlich schon was? Oh, ein paar Stunden haben wir schon, ne? Wisst ihr auch, wenn man im Wasser verreckt, ob das nicht verschwindet oder habt ihr das abgezogen? Noch keine Ahnung, du. Kann ich dir nicht beantworten. Das ändert sich ja jedes Mal bei Rust. Also. Was haben wir Loot mitgenommen?
Nein. Also wir, nein, ne. Also wir. Du bist da weggerannt, erfolgreich. Zu deiner Base hin und zu deiner Basin. Da also auch wir haben da also auch nicht weggenommen in der Hinsicht. Wie gesagt, hier laufen noch zwei andere rum. Die wollen sich hier ja aufbauen. Die haben schon Schlafsäcke und alles. Zum Glück konnten wir die töten. Vielleicht sind die auch wieder hier in der Nähe. Keine Ahnung. Bruder. Ja, von wo kam? Ja. Ja, aber trotzdem, wir bleiben hier drin. Da stehen noch 10 Mann draußen. Ich glaube, jetzt weniger, aber. Niemals. Ja. Wenn du gestorben bist, wir waren das denn nicht? Das waren dann die anderen beiden, sagen die Kollegen. Die sind ja auch noch rumgelaufen, also. Die hatten mich ja auch erwischt. Ich lag ja hier vor der Tür, ich war ja tot. Naja. Also, ich hab so das Gefühl, dass er vielleicht wiedergekommen ist und seine Sachen ausgezogen hat. Nee, du, ich weiß es nicht. Was hältst du von die Variante? Ich weiß auch gar nicht, warum er die ganze Zeit hier rumläuft. Hat er nichts zu tun, oder? Weißt du, was ich meine? Ja. Der steht nachher mit dem Bogen da. Ich kann ja nicht raus und bauen. Nein. Ja, liebe Leute, geplant war nur eine Stunde. Jetzt haben wir es. Wir haben jetzt. Was haben wir überhaupt heute? Wir haben Samstag. Jetzt haben wir schon ein Viertel nach eins. Ich wollte eigentlich gar nicht so lange machen, aber. So kann man sich nicht ausloggen. Das ist die Bude morgen auf. Genau. Also, ich craft erstmal eine Kiste. Ja, irgendwie voll abgelenkt, auch durch den Kerl gerade. Ich wollte doch eine Stahltür machen. Ich öffne jetzt erstmal noch eine Kiste, dass ich mein Loot rausnehmen kann. Dann geht vielleicht einer raus, weißt du, ich meine. So. Und ich hoffe, er war ein bisschen deutlich zu hören. Ist natürlich interessant fürs Let's Play, ne? Die Aufnahme läuft ja immer noch hier. Ja, mach mal, mach einfach mal. Ich muss auch gleich was greifen. Aber auch ein bisschen leise, bei dir auch, ne? Also auf meinen Ohren war ein bisschen leise, wo er geredet hat. Ich muss schon genau hinhören. Ja, ja. Aber er war ja gestorben. Das kann sein, die anderen beiden, dass sie ihn vorher erwischt haben, bevor sie mich dann hier sozusagen erwischt haben und bevor du dich noch erwischt hast. Also, guten Job gemacht. Dicker Bär. Echt guten Job. Wo ich schlecht schießen kann, hundertprozentig, ja. Krieg ein Glas Milch extra und jetzt ist die Leiche weg. Achso, ich hatte ja schon, glaube ich, alles Wichtigste rausgenommen. Wo kann ich hier noch eine Kiste hinstellen? Irgendwo hin, mach irgendwo hin. Das kommt sowieso später wieder alles weg. Was wollte ich jetzt machen? Eine Tür. Was wollte ich holen? Eine Tür. Nein, ich brauche Dings. Haben wir gar nicht mehr, ne? Metallsplitter. Ich brauche Metallsplitter. Nee, habe ich gerade nicht da. Doch eine Kiste, wo du dran bist. 6 Stück. Das ist ein bisschen wenig. Ich habe jetzt also 440 sind fast in den ersten Ofen drin, wo ich gerade dran bin hier. Wo kann ich denn das? Ne, ich meine die anderen, wie heißen die nicht, Metallsplitter, was aus dem schwarzen Zeug da rauskommt. Haben wir nicht mehr. Ich habe jetzt 10 Stück reingeschmissen gerade wieder. Wo? In der ersten Truhe hier vorne. 10 Stück? Ach da. Oh, ich muss gleich immer sortieren, ey. Mann, hier ist aber was los auf dem Server. Ich weiß auch momentan gar nicht, was aktuell hier die Lage ist, wie viele Leute hier drauf sind, aber auf jeden Fall noch über 100 Leute. So, also hier in der rechten, also die Tür, die ich gerade gesetzt habe, ist nochmal Holz drin, ne? Mhm. Versteckst du dir hinter die Tür einmal bitte? Ich habe ja gar kein Holz. Willst du raus? Willst du raus oder? Hinter der Tür verstecken, hinter der Tür. Also ich gehe raus und du machst gleich wieder hinter mir zu. Ja, pass auf, da läuft ja rum, der Kollege. Na, was soll denn passieren? Ja, mit Schirm kannst du nicht. Richtig. So, also, mach auf und ich gehe raus. Warte, komm. Pass auf. Grüß schön, ne? Ja, und wegen die Folgen tut mir leid. Keine Ahnung, wie lange die jetzt ist oder wie lange die jetzt geworden ist. Ich habe jetzt wieder nicht auf die Zeit geachtet. Kann sein, dass es jetzt 20 Minuten sind. Vielleicht war es auch erst eine halbe Stunde. Ich lasse nochmal ein bisschen laufen hier. Minuten jedenfalls. Ihr seht es ja hier. Das ist Chaos. Wo soll ich mit dem ganzen Zeug hin? Da haben wir Negern. Da haben wir nochmal Federn.
Ja, auf jeden Fall Glück gehabt, viel Glück gehabt. Wie gesagt, das war echt blöd von mir, ne? Wie ich es schon gesagt hatte vorhin. Ja, aufmachen, wenn man Raster hinter sich hat. Ein Treffer, ich war tot. Beziehungsweise war ja schon der zweite Treffer. Das war nicht so schlau. Du hast Stein, das brauche ich gleich. So. Das brauche ich nicht. Ah, ich brauche Pfeile. Pass auf den Bär auf. Wo denn? Ich höre nur bei der Base. Da hinten. Da ist unten am Fluss, ist er. Mann, erstmal sortieren hier, ey. Bauplan muss ich auch einen machen oder hattest du den irgendwo reingelegt? Hab keinen Bauplan gemacht. Dann muss ich noch einen haben. 7 Zahnräder, schön. Ich glaube, ich brauche 25, das wird knapp. Wo hatten wir denn schon die Propangas? Hinten? Ich guck mal. Oh, jetzt habe ich die Fackel wieder aufgenommen. Ach, packe ich da jetzt mit rein. Eine Gasflasche hat der eine Typ gehabt, weiß ich. So, das brauche ich auf jeden Fall. Die Tür brauche ich, die vielleicht auch. Ja. Jo, ich würde sagen, diese Aufnahme kommen wir erstmal zum Ende. Wir wollen ja weiter ausbauen. Das werde ich jetzt in Ruhe machen. Wie gesagt, ein Kern und drumherum, so wie der innere Kern auch ist. Bloß einmal draußen drumherum, zwei Türen rein. Ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.